Was für ein Debüt für Peter Ricardo Santagati. Bei seiner ersten Teilnahme am Fulda-Marathon sicherte sich der an der Hochschule Fulda studierende Santagati in einer neuen persönlichen Bestzeit von 1 Stunde, 11 Minuten und 46 Sekunden den Sieg über die Halbmarathonstrecke. Ein Sieg, der sich früh ankündigte, aber doch überraschend kam. Ab Kilometer 13, da war der Trainer von den Wasserfreunden Fulda, von Triathlonverein, der hat gemeint, 2 Minuten circa. Und da wusste ich, okay, jetzt muss ich mich einfach noch jeden Kilometer konzentrieren und dann könnte es passen. Aber sicher war ich mir echt erst bei, der letzten Kurve nicht mehr sicher. Das heißt, ich hatte schon ein ziemliches Loch, aber irgendwie hat es dann noch gepasst. Auch bei den Frauen gab es einen Premierensieg. Johanna Heinbuch aus Sintal-Sterpfritz gewann mit einer Zeit von 1 Stunde 28 Minuten und 43 Sekunden und sicherte sich nach Rang 3 im Vorjahr erstmals den Sieg in Fulda. Und das, obwohl Heinbuch eigentlich ein anderes Streckenprofil liegt. Mir liegen eher so die bergigen oder welligen Strecken, aber ja, eigentlich von Anfang an lief es ganz gut, Beine haben sich gut angefühlt und bin zufrieden. Die 26. Auflage des Fulda-Marathon lockte am Sonntag 2104 Läuferinnen und Läufer in die Barockstadt und damit 200 Teilnehmer weniger als im Vorjahr. Weil die Konkurrenz mit dem Marathon in Kassel groß war, waren die Veranstalter der LG Fulda aber dennoch zufrieden. Kassel war natürlich jetzt ein bisschen Pech, weil die Stadt hat uns ja gebeten, eine Woche nach hinten zu gehen, weil eigentlich ein Markt geplant war, sonst wäre der 8. September unser normales Datum gewesen. Aber nee, sehr zufrieden. Für die Schüler war es auch schön. Die hatten nach dem Schulferienbeginn mehr Zeit, die Schüler noch zu melden. Und das sieht man dann auch im Ergebnis. Nach wie vor erfreue sich der Lauf durch Fulda großer Beliebtheit. Schließlich warteten auf die Teilnehmer Höhepunkte wie der Schlossgarten, das Barockviertel oder die Fuldaauen. Für die passende musikalische Begleitung sorgten in der Stadt die Banzai-Trommler und im Stadion die Band Speedballs. Bei einmal mehr besten Wetterverhältnissen war der Fulda-Marathon auch bei seiner 26. Auflage ein voller Erfolg. Osthessen News. Sehen, was bewegt.